Servus Leute und willkommen zu einem neuen Tag. Ich wurde getaggt und zwar von Dark Shadow Roses S. Ihren Kanal findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und sie hat mich getaggt zu dem Bookshimmy Tag. Und ich fange ohne weiteres an. Die erste Frage, hier stehen die Fragen, deswegen schaue ich immer hier rüber. Nun nicht, dass ihr euch wundert. Erste Frage, wenn du einen Autor oder einen seiner fiktiven Charaktere zum Tee einladen könntest, wen würdest du einladen und was würdest du ihnen servieren? Also, ich würde definitiv Rainer Weckwert einladen mit dem Charakter Chip, weil Chip aus der Labyrinth-Trilogie einfach mein Lieblingscharakter ist. Deswegen würde ich definitiv Rainer Weckwert und Chip einladen. Und servieren würde ich natürlich die verschiedensten Teesorten und Gebäck. Ich würde sogar vielleicht ein Tiramisu machen, weil das liegt mir am besten. Und vielleicht irgendwie Gebäck, Muffins und sowas, irgendwie so. Irgend sowas. Auf jeden Fall. Und ja, verschiedene Teesorten, von Kräutertee bis Früchtetee. Alles dabei. Definitiv würde ich das servieren. Zweitens, bei welchem Buch würdest du dir wünschen, dass der Autor eine Vorgeschichte schreiben würde? Dazu kann ich leider nichts sagen, weil irgendwie zu den Büchern, die ich gelesen habe, keine Vorgeschichte passt. Oder schon eine Vorgeschichte im Buch dabei ist. Irgendwie. Deswegen kann ich euch da kein Buch nennen oder zeigen, weil irgendwie ich da nichts Passendes habe, was mich interessieren würde als Vorgeschichte. Nö. Wenn ich so mein Bücherregal durchsehe, fällt mir kein Buch ein, von dem ich eine Vorgeschichte haben möchte. Drittens, welche zwei Charaktere würden ein gutes Paar abgeben? Nicht aus dem gleichen Buch. Da habe ich mich für zwei Ermittler entschieden, also natürlich verschiedenen Geschlechts hier. Einmal habe ich mich für Emilia Capelli aus Lotusblut oder Siebenschön entschieden, ich habe nur Lotusblut hier, und für Nils Trojan und der Federmann, die Puppentänzerin, die Puppenmacherin und das Hexenmädchen oder Hexenkind entschieden, weil sie beides sehr geniale Ermittler sind und wirklich ein sehr, sehr schönes Paar abgeben würden. Deswegen die zwei, weil die echt gut zusammenpassen würden. Wenn ich mir das so vorstelle, könnte ich mir das sehr gut vorstellen, dass sie gemeinsam in einem Fall ermitteln. Das wäre richtig genial. Deswegen diese beiden genialen Ermittler. Dann, viertens, du läufst deinem Lieblingsauto in der U-Bahn über den Weg und kannst ihm nur einen Satz sagen. Welcher Auto wäre es? Und was würdest du sagen? Bei mir wäre das ganz einfach, definitiv Sebastian Fitzek, und ich würde ihn definitiv auch erkennen, weil ich schon so viele Bilder von ihm gesehen habe, auch auf Facebook und so. Er folgt mir. Folgt er mir auf Instagram? Ich weiß gar nicht. Keine Ahnung. Auf jeden Fall habe ich schon viel von ihm gesehen und gehört und gelesen. Gelesen zwei Bücher. Aber es wäre definitiv Sebastian Fitzek und was würde ich sagen? Ihre Bücher sind toll. Ja, das würde ich sagen. Fünftens, welches Buch hat dich zum Lesen gebracht und warum? Ich sag eigentlich immer, dass mich dieses Buch zum Lesen gebracht hat, aber es stimmt eigentlich gar nicht. Das Buch, was mich wirklich zum Lesen gebracht hat, war Blumen der Nacht von V.C. Andrews. Ich glaube, so heißt der Autor. V.C. Andrews. Ich blende hier das Cover irgendwo ein. Und wisst ihr, wie das aussieht, weil das Buch habe ich mir ausgeliehen und das hat mir so gut gefallen und seitdem hatte die Lesesucht eigentlich begonnen. Und nachdem ich die Augensammlung gelesen habe, war es total für mich klar, ich will lesen, ich das Büchersucht. Eigentlich hat alles mit Blumen in der Nacht angefangen. Sechstens, Feueralarm, dein Bücherregal steht in Flammen, zeige, welches Buch du retten würdest und warum. Da das Buch, mit dem ich zuerst das Lesen begonnen habe, nicht in meinem Regal steht, ist das eigentlich nicht meins. Deswegen habe ich mich einfach für den Augensammler entschieden, weil mit dem Buch die Leselust bei mir erst so richtig gestiegen ist. Blumen der Nacht hat sie entfacht, aber dieses Buch hat es wirklich zum Brennen gebracht, meine Lesesucht. Deswegen würde ich definitiv, wenn ich mein Bücherregal brennen würde, dieses Buch retten. Obwohl ich wirklich so viele Bücher retten würde, wie es geht, und
Ich glaube, so leicht brennen meine Bücherregale nicht ab, weil die alle irgendwie so blöd verteilt sind. Da glaube ich, würden nicht alle abbrennen, weil da ist alles da, 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 da. Überall rundum, da würde das glaube ich nicht so schnell alles abfackeln. Deswegen nein, wenn dieses Bücherregal irgendwo brennt, dann würde es schon dauern, bis das Feuer überhaupt da ist. Und dann könnte ich einige Bücher retten. Definitiv. Dann, siebtens, in welcher dystopischen Welt würdest du gerne leben wollen und warum? Dazu kann ich euch nichts sagen, weil ich noch nicht so viele Dystopien gelesen habe. Und eigentlich, wer würde schon gerne in einer Dystopie leben? Weil wenn ich mir überlege, die einzigen Dystopien, die ich gelesen habe, war wirklich das Labyrinth erwacht von Rainer Decke. Und in dieser Welt will ich nicht leben wollen. Nö. Sonst dystopisch habe ich noch nichts gelesen. Wald der tausend Augen habe ich mal begonnen, aber in der Welt will ich auch nicht leben. Deswegen habe ich da keine. Achtens, was ist das epischste Buch, das du je gelesen hast? Episch, ganz klar, definitiv. Das Labyrinth erwacht von Rainer Beckwert war richtig, richtig episch. Richtig genial. Ich liebe ja dieses Buch. Und ich würde sobald wie es geht die nächsten Bücher von ihm lesen, also den nächsten Teil der Reihe lesen. Und ich bin schon so gespannt, wie es weitergeht und wie es dann auch endet. Ich bin so gespannt. Definitiv, oh, dieses Buch, definitiv. Episch, episch, episch. Dann, neuntens, wen taggst du? Oh Gott, wen tagge ich? Oh je, oh je, oh je. Ich tagge mal einfach wild drauf los. Ich weiß nicht, wer schon getaggt wurde. Ich tagge sonnige Bücher. Ich tagge Bücherbommel. Ich tagge Winky Books. Ich tagge Polly Buchstabensuppe. Ich tagge noch einen, dann wären es 5. Books Over Bros. Genau. Das reicht, die können auch noch weitere taggen. Und zehntens, die 10. Aufgabe macht den Bookchemie. Ich habe das jetzt in anderen Videos gesehen und ich mache den Bookchemie jetzt einfach mal so. Man soll sich Bücher nehmen und einfach so shaken, shake, shake, shake. Oh. Was das auch immer bringen soll, ich habe keine Ahnung, aber irgendwie sieht es lustig aus. So. So, damit war's das. Dem Tag. Wie hättet ihr die Fragen beantwortet? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Was war euer episches Buch, das ihr gelesen habt? Oder in welcher dystopischen Welt würdet ihr gerne leben wollen? Schreibt mir das mal in die Kommentare. Würde mich interessieren. Und ich tausche mich auch gerne mit euch aus. Bin ich immer bereit zu. Und was ist mit dem Video? Ich sag Tschüss und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!